Hat sie vielleicht die Sachsen in die Stadt gelassen, um Wiegmund da irgendwie einzufärchen oder was weiß ich? Ich hoffe nicht. Bei meinem Clan gibt es die besten Feste, oder? Hast du dich gut amüsiert? Ich schon, aber hast du auch gefeiert oder getrauert? Du schienst hin und her gerissen. Ich hoffe, es hat einfach nur komplett andere In der Nacht Gründe. des Überfalls hörte ich Kampfgeräusche aus dem Langhaus. Kurz darauf wimmelte es in der ganzen Stadt von Sachsen. Also befahl ich den Rückzug. Alle sterben eines Tages, aber nicht so. Nicht an diesem Tag. Das habe ich schon mal gehört, dass die Sachsen plötzlich aus dem Schatten aufgetaucht sind. In meiner ganzen Zeit in Grantabrück war dieser Tunnel mein verschwiegenstes Vorhaben. Das bestgehütete Geheimnis der Stadt. Jetzt wissen 100 oder mehr Sachsen darüber Bescheid. Aha. Die Einzigen, die von diesem Tunnel wussten, waren ich und die drei aus meinem engsten Kreis. Du meinst, du wurdest hintergangen? Ich weiß es sicher. Von wem? Das ist die Frage. Entweder Leaf, Galin oder Birna. Ich kann es nicht sagen. Doch sie waren es, die mir halfen, heimlich diesen Tunnel zu graben. Ich tippe jetzt mal auf Birna. Nach Ich dem, was setze da auf in deinen der Verstand. Du bist neu und Datenbank hast einen stand. frischen Blick. Ich könnte deine Augen und Ohren gebrauchen. Ich versprach dir, bei der Rückeroberung der Stadt zu helfen. Das ist noch nicht abgeschlossen. Danke. Ich habe Galin, Leaf und Birna entsandt, um die restlichen Pfeiler von Wiegmunds Macht im Schier zu vernichten. Triff dich mit ihnen, plündere mit ihnen, lerne sie kennen, so gut es geht, und finde heraus, wer mich betrogen hat. Okay, also sie war es zum Glück nicht selber, sondern einer von ihren Vertrauten. Guter Einfall, du stehst ihnen viel näher als ich. Wir sollten uns erst um Big Man kümmern. Guter Einen Einfall. so heimtückischen Verrat vermag ich mir kaum vorzustellen. Aber wenn jemand fähig ist, einen Schwur so zu brechen, dann muss es doch Anzeichen dafür geben. Ich brauche ein unparteiisches Urteil. Ich brauche dich, Eivor. Ich bin da. Danke. Bitte sieh dich nach Belieben um. Durchsuche die Stadt und den Tunnel. Und hier ein Geschenk dafür, dass du Grantabrück mit uns zurückerobert hast. Das ist eins der letzten Andenken meiner Blutsfamilie. Ich tippe jetzt auf Birna. Mehrere Quests. Aber ich weiß es hier nicht. Allerdings, den muss brennen, unheiliger Vater. Na boah, ich dachte gerade, was ist das mit uns? Sprich mit Galen, sprich mit Birna. Erstmal Fertigkeiten. Ich gehe mal wieder beim Raben ein bisschen nach oben. Kriegst du das Wikingerleben für die Schlacht? Du hältst Adrenalin, solange du dich im Kampf befindest. Ja, nehme ich. Nehme ich mit. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass es Birna war. Aber wir wissen es nicht. Wir gucken mal. Wo ist er? Hier oben. Wollen wir vorher noch ein bisschen plündern und hier Weltenereignisse machen? Empfohlene Stärke 20, Alter, ich bin 70. Auf jeden Fall gehe ich plündern.
Da oben? Wie hier einfach immer noch die toten Soldaten liegen. Okay, hier komme ich erstmal nicht rein. Rein da. Kiste mitnehmen. Da unten ist auch noch was. Wahrscheinlich im Geheimgang, wa? Ja. Was gibt's hier noch so? Saga-Seite halten. Letzte Nacht wurde zünftig gefeiert. Es wurde genauso viel Ale verschüttet wie getrunken. Wir erzählten uns die Geschichten der Schlacht, wie wir sie erlebt hatten, und lachten über Wigmund und die Tölpel, die er sein Herr nannte. Stolz kam mir auf, Freude, Erleichterung. Für einen Moment dachte ich, wir wären nie fort gewesen. Der Geruch des Langhauses, das Knistern des Feuers, alles stimmte. Doch dann stimmte es nicht mehr. Mein Lächeln schwand und ich musste wieder an Blut denken. Ein Verräter, das unter uns. Jemand half Wigmund, aus der Stadt zu fliehen. Jemand, der diesen Krieg ausdehnen will, statt ihn zu beenden. Es wird keine drinnen geben, der Wigmund im Leben gefolgt ist, soll ihm auch im Tod folgen. Alles Klärchen. Ich gehe mal runter. Ach komm. Klug von Soma, diesen Tunnel zu bauen. Ach, da oben drin. Schlange. Truhe. Truhe. Was ist das? Oh, hier muss ich wieder jagen, oder? Na, ewig. So. Aufs Dach rauf, denke ich mal. Mecker, mecker, mecker. Da. Immer schön erstmal auf die Langhäuser draufklettern, wie immer. Hoch. Manchmal lässt sich der Elver auch gerne zweimal bitten. Gibt's einen Spottstreit? Yes! Und weg ist die Seite. Auf dem Markt wird schon wieder Handel getrieben. Soma verliert keine Zeit. Nö, warum auch? Oh, komm, den Spottstreit machen wir auf jeden Fall. Ich glaube, die Seite jage ich dann mal offline, also. Ich finde das ein bisschen doof. Eine Dame diesmal? Komm näher. Was willst du von mir? Du siehst kampferprobt aus, aber wirst du dich auch der größten Herausforderung deines Lebens stellen? Dir ein Kompliment machen? Ich rede von einer fürchterlichen, monströsen Macht, deren Namen man im ganzen Lande fürchtet. Fergal der Gesichtslose, der gefürchtetste Spottstreiter von ganz Grantabrückshire. Oh. Ein Spottstreiter, mehr nicht? Fergal der Gesichtslose hat schon andere Zweifler vor dir bezwungen. Wirst du dich ihm stellen? Immer. Sowas mache ich gerne. Dann zeig mir diesen Gesichtslosen. Was? Oh Gott. Du bist überaus mutig. Oder auch überaus leichtsinnig. Komm, ich gebe dir den Schlüssel.
Dieser Schlüssel öffnet den Weg zur Fergals Höhle, die du hier vor dir siehst. Wo? Ich sehe nichts. Das Haus hier? Das ist kein Haus. Das ist ein Hort der Albträume. Ja, jetzt krieg dich mal wieder ein. Derer nur wenige unversehrt entstiegen sind. Von Worten. Unversehrt von Worten. Geh. Geh nur. Möge Gott mit dir sein. Ich hoffe, der ist wirklich schwerer als die vorherigen. Ich will mal ganz kurz nochmal was nachgucken. Wieso gibt es hier eigentlich auch keinen Schnellreisepunkt hin? Mhm. Ach, das ist Earningstein. Und hier sind die ganzen anderen, okay. Na dann mal los, Spottstreiten. Na, wo ist er denn? Muss ich mich hinsetzen? Sieht sehr heruntergekommen aus. Ein neues Opfer. Wer wagt es, den mächtigen Fergal, den Gesichtslosen, heraus? Deswegen heißt er gesichtslos, war, weil ihn noch keiner gesehen hat. Vom Rabenclan. Eivor, vom Rabenclan. Meine nächste Mahlzeit. Bist du bereit, dich wörtlich ausweiden zu lassen? Ja, doch. Das überlebe ich schon. Ich bin Fergal, gesichtslos. Und ich bin klug und stark. Aber du nämlich nicht. Du bist nämlich hässlich und dumm und voll der Feigling. Was soll das denn? Eigentlich traust du dich nicht mal gegen mich anzutreten, oder? Hm? Hast du schon angefangen? Ja, klar. Ich meinte, du traust dich nicht mal gegen mich anzutreten, du. Ernsthaft, nur dein Taktgefühl fehlt. Lass den Mund lieber zu. Sag mal, ist das dein Ernst? Alle rufen gleich Buh. Was hast du denn im Kopf? Ich hab mehr Hirn im Schuh. Ich probier's mal hiermit. Was hast du denn im Kopf? Ich hab mehr Hirn im Schuh. Aha, du denkst wohl, deine Reime sind besser als meine, hm? Dann hör besser zu und weine. Ha! Ich bin sehr klug. Worte kenn ich genug. Ich bin ein kleiner Bub. Der Sieg gibt mir einen Schub. Okay. Du bist dumm. Du hast keinen Mumm, deshalb bleibst du jetzt stumm. Kavum! Was, denkst du wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Was sagst du, du brauchst hier in der Höhle herum? Ach, wie peinlich du bist, ich krieg dich gleich krumm. Denkst du wirklich, dein Labern bringt jemanden um? Oh, das war ein großer Fehler. Mach dich auf einen tödlichen Endreim gefasst. Ich mach den besten Zanksport und mein Wortgefecht ist gut. Ich halte meine Zankrede, während ich dich ins Grab hebe mit meiner Zankrede. Ich bin tierisch stark, erschüttere dich bis aufs Mark, weil ich dich jetzt... Der ist nicht mal im Haus. Schlag! Ich glaube nicht, dass du mich schlagen kannst. Du bist kein begabter Sportschreiter, Felger. Du kannst aufhören, wir sind fertig. Ist ja nett, dass du glaubst, mich zu schlagen. Doch heute ist so gar nicht dein Tag. Du, ich, Was ist das für ein Idiot? Ich brauche einfach noch kurz Zeit. Gibt's nicht. Fergal, gesichtslos oder doch eher sprachlos? Nein, gleich hab ich's. Mein Todeszankschlag, er kommt. Ich, Elvo muss sich gerade richtig verarscht Fergal fühlen. Hallo. Und die Stufe steigt zum Glück trotzdem. Was war denn das jetzt? Okay, Leute. Ich würde sagen, das ganze kleine Geplündere mache ich dann wieder für mich alleine. Und wir machen uns jetzt mal auf. Erstes zu Galen.
In diesem Gewässer müssen wir rudern. Irgendwie hänge ich. Stimmt etwas an! Hier müssen wir an die Ruder. Ach, da liegt einer im Wasser. Leg den Mast in die Höhe! Nuppi! Also der Nachzügler. Will ich auch nicht. Und raus. Aus. Dum, 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 dum. Hallo, liebes Füchslein. Da oben scheint auch gleich ein Artefakt zu sein, wa? Ach, da. Das machen wir auch noch, wenn wir schon mal hier sind. Aber erstmal quatschen wir mit Galen. Und vom Pech verfolgt. Soma war den Göttern immer gefällig. Sie jetzt im Stich zu lassen, euren Eid zu brechen, das würde uns Unglück bringen. Das stimmt. Eivor, eine Ehre, dich bei uns zu haben. Hallöchen. Wie lautet euer Plan? Der gesamte Schier unterstützt Somas Herrschaft über die Stadt. Nur diese Dörfer nicht. Sie unterstützen Wiegmunds Heer. Also brennen wir ihre Häuser nieder. Schnell und verheerend. Wie Thors Donnerschläge. Muss das sein? Das ist sehr radikal. Wie krass hast du Somas Clan beigetreten? Was denkst du über Somas engsten Kreis? Wir fragen es. Wie bist du zu Somas Clan gekommen? Am Anfang stand eine Vision, die ich bei einer Seherin hatte. Och nö. Steckte wie ein Splitter in meinem Verstand. Dann verblasste sie. Doch ich wollte mehr. Über Monate, Jahre aß ich nichts als Bilsenkraut, Pilze und heilige Pflanzen. In der Hoffnung, etwas Neues zu sehen. Doch mein Körper schwand dahin. Ich war wie benebelt. Ich irrte umher. Die Sachsen verschlangen mich und spien mich aus. Immer und immer wieder. Bis Soma mich fand. Allein, nackt, in den Fens. Sie gab mir Kleidung und sorgte für mich. In meiner Demütigung. Ich verdanke ihr mein Leben. Mhm. Erzähl mir von deiner Vision. Visionen können eine eigenartige Kraft entfalten. Was hast du gesehen? Ich erklomm einen Berg, während ein Löwe und eine Schlange auf meinem Rücken lasteten. Ich mühte mich ab. Dann erschien Soma und befreite mich von der Bürde. Als wir den Gipfel erreichten, gab es kaum genug Platz, um zu stehen. Wir wankten, als würden wir auf einer Messerspitze stehen und hielten uns aneinander fest, ganz eng. Ich weiß, ich wirke oft unnahbar und verbissen. Doch die Götter sind immer bei uns. Ich sehe es als meine Pflicht, Soma vor ihrem Zorn zu schützen. Interessant, weil der Löwe steht für Loyalität und die Schlange steht für Verrat. Was hältst du von den anderen? Oder Neid. Von Leaf und Birna. Leaf ist ein begabter Seemann. Wenn auch etwas stürmisch. Und Birna... Stürmisch kam er mir jetzt nicht vor. Birna hält das Leben für einen großen Witz. Sie war eine Schmugglerin und lebte vom Lügen, als Soma kam, um sie aus dem Dreck zu ziehen. Birna gehört zu meinem Clan. Und ich kämpfe an ihrer Seite, wie respektlos sie auch sein mag. Aber sie schert sich nicht um ihr Schicksal. Na gut, dann mal los.
Ich hätte Lust, ein paar Fackeln zu werfen. Befreien wir diese Dörfer von Wiedmunds Ratten. Entzünde die Fackeln und entflamme die Pfeilspitzen, Eivor. Der rote Zweigfresser wird sich dieses Ortes nun annehmen. Okay. Das Niederbrennen von Häusern beschleunigt deinen Fortschritt. Na, vielen Dank.